Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem geilen Sif-Vlog zusammen mit dem Alex. Hi. Wir gehen ins Game Center. Beziehungsweise wir waren schon im Game Center. Ja. Ich lüge euch an. Alter, war das krass. Das war so geil. Das ist scheiße. Das war so nice hier in Bielefeld. Und das gibt es dann später auch nochmal in Dortmund. Und was sonst noch? Weiß ich nicht. Ich bin auch immer noch ein bisschen hyped. Also, das war mega. Ich muss mit dem Puls noch runterkommen. Das klingt ein bisschen übertrieben, aber... Nein, aber das war halt richtig geil, Digga. Bis, also vorher online anmelden war das, ne? Ja. Das hast du ja alles gemacht. Kannst du erzählen, wie das war? Ja. Also man ist halt auf die Webseite gegangen, hat sich da registriert, hat per PayPal bezahlt für das Turnier und dann habe ich ihre E-Mail-Adresse angegeben, um sie in das Turnier einzuladen. Ja, ich habe fünf fucking E-Mails bekommen von denen. Das sind also auch so viele. Nee, hast du so viel auch draufgeklickt? Mein Spamfilter funktioniert. Fünf fucking Mal habe ich die bekommen. Es könnte sein, dass ich dich ein paar Mal eingeladen habe. Ja, hast du nicht. Ich habe gedacht, was ist denn kaputt bei dir? Nee, aber du musstest dir, glaube ich, auch einen Account erstellen und das war, glaube ich, noch nicht zu 100% rund, aber im Prinzip dafür, dass es die erst seit ein paar Wochen gibt, finde ich, war das vom Einstieg und von der Abwicklung her, also wir kamen da ja auch gerade an und der wusste im Prinzip, wir haben bezahlt, das und das Turnier und im schlimmsten Fall hätten wir noch unsere Turniernummer gebraucht, aber das lief alles wie am Schnürchen und der hat uns dann ein bisschen erklärt und also so vom Einstieg her fand ich das super. Ja, magst du Quanta Costa sagen? Ja, das waren für zwei Leute 20 Euro und das ist, ich glaube, selbst im Normalbetrieb ist das für den Spaß, den man da hat. Ja, ich fand's gut. Das war cool. Ich muss auch sagen, wir haben 5 Spiele gemacht. Ja. Und es gab auf jeden Fall 6 Stationen, die 7. ist ja noch im Aufbau. Genau. Und überwiegend musst du denken, also merken. Ja, und zwar blitzschnell. Kognitive Kartoffel, ihr habt wirklich gewonnen. Was? Du hast gewonnen, ja. Ich nicht. Ja, eine Kartoffel gegen die andere halt, ne? Ja, das war wunderbar, also hat wirklich Spaß gemacht. Du hast viel mit Reflexe, schnell merken, machen, Sport war ja, auch dabei. Das erste war gleich so ein bisschen Twister-mäßig. Ja. Du musst vorstellen, du bist unten auf dem Boden, ein Zahlenfeld von 1 bis 9 und dann hast du da so einen Bildschirm und du kriegst einen Zahlencode eingeblendet und du musst dann halt in der richtigen Reihenfolge auf deine Fältchen, sag ich mal so, springen und manchmal war das halt auch so, dass die Zahlen ausgeblendet wurden. Dann musstest du auf den Button so lange gedrückt halten, die das merken und wenn du... Das war so geil, das war so verkackt. Vor allem, ich habe da gerade... Du hast das geschafft und zwar flawless. Nein, eins habe ich verkackt, da musste ich nochmal drauf drücken, weil ich. Und dann musste ich von vorne. Ich habe das flawless in Erinnerung bei dir. Ich habe es zwar am Ende trotzdem gewonnen, ich weiß nicht wieso, ich habe wirklich keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil meine Punkte nicht gespeichert wurden. Stimmt, der hat ja deine Gleichpunkte, ja, Punktabzug, weil keine Punkte gezählt. Ja. Das würde auch erklären, warum ich gewonnen habe. Ja. Nee, weil ich habe gefühlt deutlich öfter von vorne angefangen. Ich glaube, ich habe bei drei oder vier Sachen musste ich nochmal von vorne anfangen und ich glaube, du maximal bei einer. Ja, ich habe mich gedreht und ich habe mir gemerkt, das ist einfach, wo die Felder sind und ich habe auch ein bisschen Zumba gemacht und so machst du auch Schritt nach vorne, Schritt zurück, boom, 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 das lief. Deswegen sah es bei dir auch flüssiger aus, ja. Ja, und dann ging es danach natürlich zu der zweiten Runde, die... Ja. Drücke die falsche vor, also... Also im Prinzip, du hattest da, waren dann 6 oder 8 Stäbchen? Ja, 8. 8 Stäbchen. Mhm. Wir mussten uns gegenüberstellen und... Auf jedem Stäbchen gab es
also waren so LED-Lampen, die haben in verschiedenen Farben geleuchtet und die hatten verschiedene Muster. Und dann hattest du links daneben, also von mir aus gesehen links, von mir aus rechts, so ein Bildschirm. Und da waren dann eins, zwei oder halt drei, war das maximalste, Symbole mit Farben, die ausgewählt wurden. Und theoretisch, wenn da jetzt rotes Viereck, Quadrat, weißer Kreis und grünes Kreuz ist, dann müsste ich zum Beispiel irgendwas, was blau ist, was halt nicht die Form hat, weil the odd one out. Also keine von den Farben oder Formen darf betätigt werden. Und es gibt genau einen Hebel, den man ziehen kann. Und so schnell konnte ich schalten, weil ich brauche meine Ruhe. Ich muss dann die Reihe mal durchgehen und sagen, nein. Dito. Du hast schneller. Ich hab's dir am Anfang erklärt. Ich gucke hin und her und ja, anscheinend bin ich in sowas ganz brauchbar. Ja, ich nicht. Das mit dem Gegenteilfragen, was danach kam. Das war gut. Das fand ich echt gut. Da habe ich dich abgezogen. Ich weiß, aber ich fand es trotzdem gut. Das war richtig nice. Da waren wir auch wieder so links und rechts nebeneinander und du hattest vier Button in den Primärfarben plus grün. Und wir hatten halt einen Bildschirm und du musstest immer die falsche Antwort war die richtige Antwort. Ich habe gerade kurz nachgedacht, was die Primärfarben sind. Ja, und dann waren dann halt so behinderte Fragen. Deutschland ist C und dann musstest du den, der nicht damit gemacht hat. Ich habe den Mann genommen, weil ich gedacht habe, ja, aber war wohl falsch, war irgendeine Blondine, die ich nicht kannte. Ach ja, das European Song Contest Ding. Wer spielt? Ich glaube, das war der eine Punkt, den ich geholt habe, wo ich per Zufall den Kerl gewählt habe. Ich habe keine Ahnung, wer die vier waren. Man musste halt die falsche Lösung den Buzzer hauen. Ja. Und doch. Und für mich war das dann so. Ja, für mich war das mehr so. Ich hau einfach drauf. Eigentlich war ich immer so eine Sekunde später als du. Ja. Also bei vielen war das schnell, zum Beispiel Pasta, da hattest du dann halt Penne, Spaghetti, was weiß ich, und dann stand da Mozzarella, aber ich habe natürlich direkt auf Mozzarella gehauen, weil Mozzarella ist keine Pasta. Ist auch richtig. Ja. Ist richtig, ja. Harry Potter habe ich auch schnell hingekriegt mit dem Muggelsee. Ja, mit dem Muggelsee. Der Schatz vom Silbersee, Bitch. Da ist was hängen geblieben. Aber es hat, weißt du, da waren verschiedene Fragen aus verschiedenen Bereichen, auch hier aus Bielefeld. Ja. Und wir haben eigentlich, ich habe durch Glück den Punkt bekommen, weil du was Falsches ausgewählt hast. Ich hatte zwischendrin auch den Eindruck, dass ich was Falsches oder Richtiges ausgewählt habe. Ich glaube, ich habe zwischendrin das Spielkonzept verballert. Ja. Also eigentlich nicht, weil ich auch zwischen den Mozzarella hatte oder sonst wie, aber irgendwie bin ich zwischendrin nicht klar. Aber das war klar nicht mein Spiel. Und generell bei den Spielen ist. Oder bei den meisten ist das so, wenn ich was Falsches mache, kriegt er den Punkt. Mir wird im Übrigen gerade klar, du hättest gewonnen, wenn es die Punkte bei dem ersten Spiel wird. Hallo? Hallo! Ja, scheiße. Heißt das, wir müssen da nochmal durch? Natürlich, nochmal machen. Das war voll geil. Ja, gut, dass ich Sporthose an habe. Ja, das ist tatsächlich wichtig. Also mit ordentlichen Klamotten. Alter, bist du beweglich. Ja, natürlich, ich habe Ballett gemacht. Ja, ich habe nur gerade überlegt, welchen Krankenwagen wir rufen müssen, wenn ich das jetzt... Okay, das Spiel mit dem Slingshot. Dieses Air-Hockey-mäßige. Das war geil. Das war cool. Ja, aber du warst so schnell. Ich habe immer so geguckt, weil wenn ich geguckt habe und gerade geschossen habe, bin ich nicht mehr durchgekommen. Aber ich brauche schon meine Zeit dafür, weil ich richtig ansehen muss. Ja, das ist eigentlich ein total einfaches Spiel, weil es ist ähnlich Air-Hockey. Boah, ich habe den Mittelfinger mal benutzt, habe hier fast Blasen bekommen, weil ich gesagt habe, bom, bom, bom. Oder nee, wäre das der Zeigefinger? Das wäre der Zeigefinger. Keine Ahnung, wovon das war irgendein Finger. Ja, ich habe die ganze Zeit so gezogen. Ja, mit irgendeinem Finger musstest du das machen, das stimmt. Voll die Blasen irgendwann bekommen.
Das war unten im Keller, aber du warst ja erst auf der oberen Etage und dann musstest du runter. Und dann hattest du halt eben dieses Slingshot-Spiel. Ja. Jeder hat 5 von diesen Blöckes, so wie sie vom Damenbrett, diese Scheiben halt. Steinchen. Ne? Dann musstest du halt durch diese kleine Öffnung schießen. Mühle, genau. Und ich weiß nicht, lief ein Timer ab? Oder, okay, wenn der Timer abgelaufen ist, dann musst du so schnell an den Seiten beide Knöpfe drücken, weil dann scannt der Scanner, wer hat wo, wie viele. Und natürlich musste ich alle meine rüberbringen und sollte keine anderen bekommen. Nein, lieber nicht, damit ich gewinne. Ja, natürlich. Hat er mich auch abgezogen. Ich weiß auch nicht wieso, aber... Weil du schneller warst, mir die Dinger reinzumachen. Ich halt eben zu lange gebraucht habe. That's part of my job. Ja, scheiße ist das. Ja, und dann... Ich weiß auch nicht, wieso. Manchmal hat das bei mir geklappt, manchmal nicht. Also. Ja. 3 Runden waren das. Also bei vielen war das halt Best of 7. Oben. Ja. Nee, nicht Best of 7. Das war 7 gewinnen. Wer die 7 zuerst erreicht hat. Ja, genau. Ja, meine ich auf jeden Fall. Wer zuerst die 7 kriegt, ist gut. Und dann unten war 3 oder 4 Runden. Slingshot? Beim Slingshot waren es, wer zuerst 3 erreicht hat. Ja. Und... Ja. Das folgende Spiel, Lego. Da hatte ich keine Chance. Also. Das war auch sehr schön. Da waren wir beide auf unseren Stationen in der Mitte ein Bildschirm. Ja. Du bekommst ein Bild gezeigt und du musst es dann halt bauen. Nur da ist es ein bisschen anders. Du bekommst das Bild 4 Sekunden lang gezeigt. Mhm. Und dann musst du halt die richtigen Duplo-Steine in Farben, in Form, in Größe dir holen und dann halt zusammenbauen und dann auf den Buzzer drücken, wenn du fertig bist und das dann in die Mitte platzieren, weil das wäre so eine Kamera, die vergleicht das und scannt das. Und du hast immer gut verkackt. Wenn beide nicht mehr wussten, wie das Bild aussieht, musst du einfach warten, weil innerhalb von 15 Sekunden kommt dann das Bild nochmal für 4 Sekunden. Das war sehr traurig. Ich war so traurig. Ich nicht. Das war wirklich... Das war schön. Also wenn irgendwas nicht mein Spiel war, dann das. Ich glaube, ich hätte viel, viel lieber das Ding mit dem Fahrrad gemacht. Fick dich! Ich glaube, da hätte ich wirklich so wie du, Flawless, jetzt bei dem Lego-Ding gewonnen hattest, da hätte ich, weil ich so Liederraten liebe. Ja, Fahrrad können wir auch mal erklären, das haben wir nicht gespielt, Gott sei Dank, weil da wäre ich gestorben. Nein! Doch! Nein! Sportliche Betätigung tötet das mich. Das ist nein, das glaube ich nicht. Du bist doch nach dem Twister auch nicht gestorben. Also das Fahrradfahren kann man sich so vorstellen. Ich bin gerade bei 79, aber alles gut. Ja, du sitzt auch, das ist okay. Du sitzt auf so einem Hometrainer und du musst in die Pedale treten, damit... Kopfhörer musst du auch tragen. Ist mit Kopfhörern? Da war ich mir nicht sicher. Ja. Auf jeden Fall, du musst in die Pedale treten, damit die Musik abgespielt wird. Und je mehr du in die Pedale trittst, desto lauter wird es einerseits. Andererseits kannst du, je mehr du in die Pedale trittst, desto schneller wird es. Also wie genau das funktioniert, lernst du dann wahrscheinlich im Test oder bei dem ersten Song. Und dann, wenn du der Meinung bist, ich habe es jetzt rausgefunden, dann hast du links von dir so ein Touch-Display und da kannst du den Song eintippen. Während des Rades. Du hast so eine Suchfunktion und kannst dann den Song antippen. Und das hätte ich cool gefunden, aber... Du, dann hätte ich vielleicht auch ohne die Punkte bei dem ersten Spiel geschenkt zu bekommen gewonnen. Ja, du mich auch. Alter, das hätte ich glaube ich nicht geschafft, weil ich die meisten Lieder und ich kenne das, hat er schon gesagt, so mehr ja, so Allgemeinmusik, Charts und so. Ich wäre dann wahrscheinlich auf dem Fahrrad halt einfach mitgesungen und die Melodie. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die das noch ein paar Monate machen, dann haben die da verschiedene Bibliotheken. Ja. Würde ich mir vorstellen. Das für jeden das Passende, also für dich zum Beispiel deutsche Volksmusik, ausgewählt werden kann. Ja, Marianne und Christian oder wie so. Silbereisen. Ja, Silbereisen, das ist. Florian. Aichi bum, Aichi bum. Oh ja, ja, sehr schön. Fuck off, ey. Nee. Aber das Schöne ist, bei jedem Spiel, egal bei welchem, gab es vorher eine Testrunde und eine Erklärung automatisch mit dem Ding und gesteuert wurde das Ganze auch mit dem Handy, hast du, ne? Ja, alles über Smartphone und das Ergebnis hat man dann auch nachher als Turnierergebnis in seinem Account bei denen gespeichert. Ja. Das fand ich eigentlich... Das ist ganz cool und konnte sich mit anderen vergleichen. Ich war ganz auf Platz 66. Top 100! Ich war beim ersten Spiel auf dem 149. Platz, ja? Also von All Time. Ja. Ja, immerhin. Du nicht. Ich war in der Todlag. Also ist halt noch Beta, ist nicht Alpha, stand da extra noch dran. Ist halt viel mit Kinderkrankheiten, aber an sich ging das, du hast auch gesagt, das ging mit dem Handy ganz gut. Ja. Mit dem Steuern und dem Starten. Ja.
Tatsächlich, deswegen war da jetzt auf den Punktestand vom ersten Spiel so ein bisschen. Deine Punkte wurden ja nicht registriert, deswegen hat er beim ersten Spiel noch einen Punktestand eintragen müssen. Ja, und das war so das einzige Mal, wo es ein bisschen gehakt hat, weil für dich wurden keine Punkte eingetragen, deswegen wurde das Spiel noch nicht als beendet gewertet. Im Prinzip hättest du eigentlich nochmal spielen können müssen. Aber dann wärst du wahrscheinlich in echt gestorben. Das will auch keiner. Er hätte mich vom Fußboden aufkratzen dürfen. Von der 1 oder von der 5? Ich glaube, ich werde zerlaufen auf alle. So riesigen Pfannenwände. Das ist schön in die Fugen, ja? Ja. Und hier am Ende gab es noch ein Siegerfoto. Ja. Ja, stimmt. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Auch wenn ich da immer so ein bisschen... das liegt an mir persönlich. Da bin ich nie so... Ja, da will ich unbedingt hin. Ja. Mein Mittelpunkt und das ist nicht so meins. Aber das finde ich cool, das gehört dazu. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man da mit mehreren hingeht, dass das dann schon cool ist. Ja. Wenn du da irgendwie zu fünft oder so da sitzt, Gruppenfoto machst. Ich finde auch, also es macht Spaß, kann ich nur empfehlen. Und ich würde einfach sagen, ich verlinke deinen Kanal, den du mal oben Monte füllen solltest. Wer Hochzeitsfotografie machen möchte, der macht das beruflich. Nebenberuflich. Nebenberuflich, ist egal, ist ein Beruf. Der Schelm. Der macht das auch gut! Dankeschön. Homepage verlinke ich unten. Du hast auch die Bilder von mir gemacht, von mir leider schon. Ja, richtig. Hat er auch gemacht. Macht er auch. Kannst dich melden. Willst du noch was sagen? Ich bin leer. Ich muss mein Adrenalin. Mama. Adrenalin! Mama, Papa, Ball. Adrenalinpegel runterkriegen. Okay, alles klar. Dann hauen wir jetzt ab. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Way. Ciao, ciao.